So, hallo und herzlich willkommen zu einem WoT-Replay. Und wenig los auf meinem Kanal letzter Zeit. Dafür jetzt die volle WoT-Ballung mit dem Heider. Und es geht los in 3, 2, 1, los. Los geht's. Auf geht's. Black Fetten ist der WoT-Ton laut. Sollen wir da ein bisschen was ändern? Mein Hai, möchtest du irgendwas sagen über das Video? Ich meine, der Titel ist You Shall Not Pass. Ich meine, es wäre toll, wenn du aufhören würdest, am Anfang auf meinen Arsch zu starren, die ganze Zeit. Das wäre wirklich... Ja, also... Das ist mein Booty. Ist das so? Ja. Na, worum geht's? Wir haben einfach ein paar Leute nicht passieren lassen und einfach, was soll ich sagen, ein halbes Team blockiert. Ja. Zudem habe ich unter Beweis gestellt, dass ich mit deutschen Geschützen mit der Genauigkeit einfach nicht umgehen kann. Aber dazu später mehr. Also du hast sehr genau getroffen, muss ich sagen. Bin da durchgekommen. Ja. Amor, amor. Warte mal nimmer. Ich hab's gehört. Der Schuss war genagelt. So. Du musst nochmal ziemlich sneaky und na, das Auto musste weg. Oh ja, ich weiß noch, da haben wir doch beide gebetet, dass wir da noch durchkommen. Ja. Und da habe ich verfallt. Ja, zu meinem Hai. Ja. Das ist unser Schloss, das verteidigen wird. Ja, genau. Naja, man muss dann zu sagen, der Panzer von mir, also mein E50, ist noch nicht komplett ausgebaut. Mir fehlt noch das letzte Geschütz. Er hat schon fertig. Ja, und die erste Idee war mal, wir stellen uns da rein, Heider haltet vorn, ich halt hinten. Schön seitlich reinscrapen bei mir, beim Wohl ist es Vorderrad raushalten. Ja, und da steht mehr oder weniger die gesamte Verwandtschaft schon vom Heider. Ich hatte in der Zeit noch keine Angst, weil ich wusste, sie können mich nicht so schlagen. Ich war zumindest im Glauben daran, dass sie mich nicht so schlagen können. Und der Bonk ist schon, und der Bonk ist schon. Ja, und dann natürlich, wie macht man es dann logischerweise? Hack on Hack. Kannst in der Theorie gut vorbeischießen. Wenn der Heider dann, danke. Also. Danke. Das war mal der erste Schuss in der Heck. Das war der Turm. Ich hab mich nicht bewegt. Und dann kommt der E75 und ab dem Moment war Panik. Ich hab Panik. Ihn gekettet, dass es nicht weiterkommt. Ich hab versucht, das Unterblech hämmern, aber zu wenig Durchschlag mit der Gurken. Er hätte eigentlich durchgehen sollen. So. Und jetzt wird's auf. Jetzt kommt dann irgendwann nochmal die Schiebung. Ja, er hat mehr PS wie. Aber nicht mehr PS wie wir zwar zusammen. So. Und somit hätten wir mal blockiert. Das erklärt übrigens, warum ich auf einmal nach hinten fahren konnte, dass du weg warst. Das war ein IS-3. Mhm. Im Endeffekt haben wir dann nachhaltig blockiert. Das der ganze Gegnerteam steht jetzt da, weil es nicht durchkommt. Ja. Dann habe ich verzweifelt angefangen, da auf Amixen zu schießen. Ich habe inzwischen gesehen. Und ich glaube, nach dem Treffer habe ich nichts mehr zusammengebracht. Ab da war es dann nur noch scheiße. Das ist Replay, muss ran. Ich glaub, vielleicht kann ich ihn ja, wenn er noch einen Millimeter vorfährt. Die Idee war ja da. Bei mir will der IS-3 immer noch durchkommen. Das geht einfach nicht, weil ein verdammter E75 im Weg steht. Komm AMX, komm AMX, komm AMX. Was? Und sowas passiert an mir. Mit einem Russen hätte ich den voll getroffen. Ja. Ich hab eh so wenig Reload-Time. Ja, AMX hat das echt gut getimed, das muss man ja lassen. Der 103 macht es ja nicht einfach. Jetzt hast du im Seitens im G reingeschossen, nie der andere Schuss wäre abgefallen. Ja. Das sind die Skills, die keiner versteht, die am allerwenigsten. Das ist übrigens der Grund, warum man Sidescrapt. Also wenn ich Sidescrape, kriege ich jeden Schuss eine. Also dann durchschlockt mir alles, was nicht bei 3 Bar ist. Insofern, vergiss es. Das kriege ich nur mit dem IS-4 zusammen. Und den Sidescrapes da ein bisschen anders. Das hat eigentlich ziemlich gut funktioniert bis jetzt. Der 103 bedankt sich für die Wandpanzerung. Ja.
Die AMX, die... Und manst du triff einmal den Tiger da vorne auf der Frontplatte, wo ich durchkommen darf. Ein super Dings hätte ja locker durchschlagen können im Normalfall. Und da schießt der Tiger schon Premium. Der AMX umfährt mich jetzt. Die kommt jetzt von hinten. Ich habe mir gedacht, okay. Ich habe jetzt 3000 Schaden geschossen in der Partie, kann das sein? Während du da Gegner live abbaust, ja. Hab ich mir dann gedacht, irgendwann, ach was soll's, einfach mal heilen und chargen. Und die haben natürlich mit allem gerechnet, aber nicht, dass sie den instant alle zu mir schauen. Munitionslager repariert, Gakri nach außen, jawoll. Huch, Tigerchen, und das war's. Wir sind fast zeitgleich gestorben. Ja. Aber hey, war von mir jetzt nicht die Damage-Wucht, aber es war halt eine epische Aktion. Halt wir haben die Einfahrt damit praktisch gewonnen, weil wir das gesamte Team da blockiert haben damit. Danke übrigens für die Schüsse noch einmal. Das war immer gern, Heider. Immer gern. Hätte ich den nicht gefressen, hätte ich den Mix noch mitgenommen, dann wäre ich nicht gestorben. Ja. Na denn, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Replay oder was auch immer. Ciao. Ciao.